Und uns jetzt zugeschaltet ist Olaf Band. Er ist Vorsitzender des BUND, des Bundes für Umwelt und Naturschutz in Deutschland. Herr Band, es geht um die Debatte, die wieder entflammte Debatte um den Ausstieg aus der Atomkraft. Wie ist Ihre Meinung dazu? Nun, wir sind schockiert, dass diese Debatte fast ohne jede Klärung der Sicherheitsfragen geführt wird. Wir wissen, und dazu haben wir heute eine Studie veröffentlicht, dass die Atomkraftwerke, die jetzt noch laufen, auf vollkommen veralteten Sicherheitsstandards beruhen. Alle Erkenntnisse nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima wurden für diese Atomkraftwerke ausgeklammert. Sie wurden nicht nachgerüstet. Und jetzt nochmal sozusagen in eine Verlängerung zu gehen, das geht gar nicht, weil man läuft in vollkommen ungeklärte Risiken. Und wir haben heute mit unserer Studie auch gezeigt, dass diese Risiken vorhanden sind und dass diese Aussage des TÜV, es wäre in einem idealen, guten Zustand, diese Kraftwerke, dass die in keiner Weise zutrifft. Na, ich zitiere nochmal, da hat ein Präsidiumsmitglied des TÜV-Verbandes gesagt, wir hätten die sichersten und technisch besten Atomkraftwerke weltweit. Da kann man die doch noch mal ein Jahr laufen lassen. Das kann man ja, zumindest mal nachvollziehen. Das kann er gar nicht sagen, weil die... Also, und das kann man auch nicht glauben, weil die dazu notwendige Sicherheitsüberprüfung, die eigentlich im Jahr 2019 turnusmäßig alle 10 Jahre hätte erfolgen müssen, nicht durchgeführt wurde, weil gesagt wurde, die werden ja 2022 stillgelegt. Und von daher bewegt sich der TÜV da auf ganz dünnem Eis. Und wir sagen, wenn man wirklich ernsthaft über eine Stromlücke hinterher nachdenkt, dann muss man einen Plan B haben, auch aus dem Wirtschaftsministerium. Wie geht es denn ohne Atomlaufzeitenverlängerung und die notwendigen Sicherheitsüberprüfungen, auch von unabhängiger Seite, müssten dann erstmal erfolgen. Und die dauern wesentlich länger, als der TÜV das da beschrieben hat. Was ist denn dann Ihr Vorschlag, um eine mögliche Stromlücke aufzufangen? Wir brauchen tatsächlich... das Stromsparen im Notfallmodus. Und da ist es leider so, dass das Bundeswirtschaftsministerium da immer noch zu wenig liefert. Es gibt noch, wir haben jetzt gerade angefangen zu sagen, über das Energiesicherungsgesetz, dass in bestimmten Fällen auch über Ordnungsrecht Verbräuche abgeschaltet werden können im Strom- und Gasbereich. Das muss jetzt wirklich gesetzt werden. Wir müssen runter von den Energieverbräuchen. Wir brauchen die... Darf ich Sie dann noch mal fragen? Also, das heißt, im Notfall, Sie plädieren dafür, dass wir im Notfall bestimmte Menschenbetriebe, was auch immer, vom Netz nehmen. Wir müssen jetzt nicht erst im Notfall, sondern wir müssen jetzt runter von den Verbräuchen, damit wir nicht erst im Winter reagieren, sondern wir müssen jetzt Gas sparen, um sozusagen in den Winter zu kommen. Und da tut das Bundeswirtschaftsministerium leider viel zu wenig. Und das hier muss jetzt sozusagen tatsächlich angefahren werden. So sparen wir Gas, um die Speicher im Winter aufrechtzuerhalten. Und es ist, und das sagen wir auch als Umwelt- und Klimaschutzverband, verständlich zu sagen, wir können jetzt Kohlekraftwerke aus der Reserve wieder anfahren, um sozusagen diese Stromlücke damit zu beheben, um dann den Kohleausstieg aber vor 2030 vorzuziehen. Und so kriegen wir die Energiesicherheit zusammen mit Klimaschutz erreicht. Das heißt, Kohlekraftwerke länger am Netz, was ja nicht sehr günstig ist für unser Klima. Das ist aber mit Ihnen zu machen, wenn man den gesamten Kohleausstieg das Datum einhält. So habe ich Sie jetzt richtig verstanden. Genau. Mhm. Wir würden, wenn wir jetzt die Kohlekraftwerke aus der Reserve holen, so ist es ja auch schon beschlossen, das finden wir eine richtige Maßnahme, kurzzeitig für die jetzt, um die Energienotlage jetzt zu vermeiden. Und dann aber eigentlich sollen die ja alle 2030 abgeschaltet werden, diesen Ausstieg aus der Kohle dann später vorzuziehen, um die jetzt zusätzlichen Emissionen an CO2 dann wieder einzusparen. Herr Band, noch eine Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Es wird ja in Berlin immer gesagt, man möge möglichst wenig parteitaktisch sein und möglichst undogmatisch. Sehen Sie, dass diese Mahnung an sich selbst der Politiker eingehalten? Tatsächlich geht es mir schon weit über die Grenzen heraus. Ich habe manchmal den Eindruck, es wird viel zu viel parteitaktisch und sozusagen nur auf den Winter geschaut. Ich glaube,
dass die Grünen und die SPD mit dem Atomausstieg ein Versprechen an die Gesellschaft gegeben haben, tatsächlich sie vor Hochrisikotechnologien, vor unbeherrschbaren Technologien zu schützen. Und da sind beide Parteien gerade dabei, dieses Versprechen in Frage zu stellen, mit unklaren Folgen für die Gesellschaft und für gesellschaftliche Prozesse, die hatten und abgeschlossen haben. Olaf Band war das, der Vorsitzende des BUND in Deutschland. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen.